Kennen Sie auch Weihnachtsfrust statt Weihnachtslust? Nach einer aktuellen Umfrage streiten sich rund ein Drittel der Deutschen am Fest der Liebe. Doch das muss ja nicht sein, deswegen hier die 5 besten Tipps, damit es gar nicht erst dazu kommt. Tipp 1. Schraubt die Erwartungen runter, entspannt euch. Ein Drittel aller Befragten gibt als Streitgrund an, dass sie viel zu hohe Erwartungen an Weihnachten haben oder eben auch Harmonieanforderungen, gerade so in Familie und Freundeskreis. Tipp 2. Aufgaben aufteilen. Nein, Mama muss nicht alleine den ganzen Tag in der Küche stehen und alle bewirten. Auch Papa oder die Kids können und dürfen mit anfassen. Auch wenn es nur Staubsaugen ist oder so. Tipp 3. Bitte keinen Gruppenzwang. Man muss nicht alles zusammen machen. Ein Spaziergang der Eltern oder mal ein gutes Buch schmökern kann super entstressend wirken. Tipp 4. Geschenkfrust vermeiden. Eine TNS-Studie im Auftrag von eBay hat herausgefunden, dass 40% der Deutschen von ihren Geschenken total enttäuscht sind. Doch was macht man damit? Ein Großteil der Befragten, also 40%, geben die Geschenke weiter. Das heißt, sie verschenken sie weiter, sie verkaufen sie, sie tauschen sie vielleicht um. Und nur bei einem Drittel geht tatsächlich die Höflichkeit vor und sie behalten die Geschenke, obwohl sie ihnen eigentlich nicht gefallen. Auch das Internet hat sich auf Feiertagsmuffel eingestellt. Da gibt es nämlich Seiten, auf denen man ein Weihnachtsüberlebenspaket zusammenstellen kann, damit auch wirklich Friede herrscht. Mit Gute-Laune-Drops, Kopfhörern gegen den Lärm, witzigen Filmen, Dartscheiben für den Frustabbau und, ganz wichtig, dem Haussegen. Denn der soll an Weihnachten ja nicht schiefhängen.